Ja, ich bin bereit. Gibt es Kommentare, Fragen? Ja? Oder du hast mal in einem Kosmos-Heft zum Martinus, ich glaube, er ist 80 oder 90 Jahre alt geworden. Und da hat Martinus so seine letzte Rede gehalten. Ja. Und am Ende hieß es dann so, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt, nee, er hat nicht gesagt, bis an der Welt endet, sondern ich bin bei euch alle Tage, aber in einer Form, wie ihr es nicht verstehen könnt. Und dann hast du das ergänzt und hast gesagt, ja, das waren die gleiche Aussprache wie Jesus Christus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was mich daran interessiert, ist dieser Ausspruch von Martinus in einer Form, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ja, also. Wie kann man das deuten? Martinus bei uns. Ja, da, die Artikel ist also dann ins Deutsch übersetzt worden. Ja. Und das geht um Martinus letzte Rede als 90-Jähriger. 9. August 1980. Und das wurde auf Tonband aufgenommen. Und nachher habe ich das bearbeitet, sodass das konnte wie ein Artikel gedruckt werden mit Absätzen. Also man spricht ja in einer langen Reihe. Und am Ende, Martinus war also ganz schön humoristisch. Und auf Deutsch glaube ich, es heißt Krücken. Wenn man so gelähmt ist, dann geht man mit Krücken. Ja. Und Martinus sagt, ja, mein Bewusstsein ist total frisch, aber mein Körper ist ja sehr alt geworden. Und ich habe Krücken vor den Augen. Und dann habe er auf seine Brillen gedeutet. Und dann hat die Leute gelacht. Und ich habe Krücken vor den Ohren. Und dann hat er sein Hörapparat gezeigt. Und ich habe Krücken von dem Mund, er hat ein Gebiss gehabt und die Leute hat gelacht. Also weil er, und das auch mit intelligentem Sein, das spricht ja von dem Kloak, du Kloak hier. Das ist ja gut, das ist nicht unter dem Nase platziert. Das ist ja sehr intelligent, das ist sehr gut. Und dann haben die Leute auch gelacht. Und dann am Ende hat er gesagt, ja, also ich schreibe an diesem Buch ab, ich habe ja nicht so viel Kraft mehr und deshalb werde ich ja nicht Vorträge halten. Es ist wichtig, dass ich schreibe. Aber dass ich nicht Vorträge halten, das bedeutet ja nicht, dass ich schon tot bin. Auch wenn ich tot wäre, dann würde ich bei euch sein, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt. Na, ich liebe die andere Deutung, aber er hat gesagt also, dass ich halte ja nicht Vorträge. Das bedeutet doch nicht, dass ich schon tot bin. Die Leute hat gelacht, aber auch wenn ich tot wäre, dann würde ich bei euch sein, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt. Und dann hat er andere Male gesagt, dass er wollte die Kosmologie, seine Sache, von der geistigen Seite folgen. Und das war, was er in diesem Rede gemacht. Also ich will bei euch sein. Also auch wenn ich tot wäre, würde ich bei euch sein, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt, weil jetzt war er physisch mit ihnen. Aber dann würde er also eigentlich seine Sache von der geistigen Seite folgen. Aber ich habe ja das auch so gesagt, das war ganz schön humoristisch, aber auch sehr berührt. Man kann auch auf seine Stimme, er wurde sehr berührt und man merkte ja diese Stimmung, dass das war ein Abschied. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich welthistorische Wörter. Aber dann habe ich das vielleicht ein bisschen extrapoliert. Also wie der sagt, ich will bei euch sein nach meinem Tode. Und dann stimmt es ja eigentlich, was Jesus da in der Bibel sagte. Ich werde mit euch sein alle Tage zum Ende der Welt. Und das finde ich ja auch natürlich, Martinus ist für diese Mission, diese Arbeit auserwählt worden. Und weshalb soll der damit aufhören, wenn er war auf der geistigen Seite? Ich habe auch eine Räubergeschichte. Ich glaube, zweimal habe ich gehört, dass es war ein Clever. Und die hat Martinus gesehen in meinem Vortrag.
Aber ich saß da hinten in einem Sessel und hat eine Tasse Tee getrunken. So, er war nicht so Schutzengel, der hat mich die Wörter reingegießen. Er saß da, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber von mir aus könnte es ja gut stimmen. Dass er hat so einen Sessel gesessen und hat es nur so beobachtet und hat eine Tasse Tee genießen. Das wird schon wieder inkarniert sein, ne? Der wäre nicht schon wieder da. Nein, das hat er gesagt, das wird er nicht. Nein. Weshalb sind wir hier in der physischen Welt? Das habe ich gesagt, ja, das ist, weil wir sollen ja uns entwickeln. Das ist ein Zweck. Wir sind hier in der physischen Welt, weil wir sollen uns entwickeln. Und dann gibt es noch einen Faktor, das ist, ab und zu mal soll man sich mit etwas abwöhnen. Also wenn man zum Beispiel Kaffee trinkt, dann wird man sich ein bisschen damit aufhören, man soll sich abwöhnen. Das ist ein Prozess. Dann kann man auch sagen, nun sind wir gewöhnt, hier in der physischen Welt zu gehen. Das heißt, wir haben eine feste Unterlage hier. Wir haben die Erde, wir haben den Fußboden, da gehen wir. Aber in der geistigen Welt gibt es keine physischen Körper, es gibt keine Gravitation, es gibt keine Erde, es gibt keinen festen Grund. Damit muss man sich abwöhnen. Und also, wir haben innerhalb der Martinus-interessierten Leute eine kleine Diskussion, wie viele Inkarnationen wird man haben nach dem kosmischen Bewusstsein. Und auf eine Stelle sieht es aus, als ob nur vielleicht ein Leben, vielleicht mehr Leben. Aber dann kommt auch dazu, dass man kann sich materialisieren und dematerialisieren. Und dann meine ich, dass wenn man kosmisches Bewusstsein bekommen hat, dann kann man vielleicht Lust haben, wieder zurück zu der physischen Welt zu kommen, um sich ein bisschen abzuwöhnen. Also weil das kann ganz einfach so sein, dass in der Entwicklung möchte ich immer noch ein bisschen in der physischen Welt sein. Nun habe ich kosmisches Bewusstsein, ich bin in der geistigen Welt, aber vielleicht hat man selbst Lust, wieder ein bisschen in der physischen Welt zu erleben. Dann ist es eigentlich für meine eigene Schuld, also für meine eigene Interesse kann man das tun. Aber es gibt Weltlehren, die kommen nur hier auf der Erde, um eine Mission zu machen. Also das ist nicht für die eigene Entwicklung. Und ich habe diese Frage oft bekommen, weshalb sollte Jesus gekreuzigt werden? Und da sagt Martinus, das war nicht für seine eigene Entwicklung. Also diese Kreuzigung war für Jesus nicht notwendig, um weiter im Spiralkreislauf zu kommen. Aber wir Erdenmenschen, wir erleben viel Leid. Und das Leid ist unbedingt notwendig in unserer Entwicklung. Das ist praktisch auch eine Kreuzigung irgendwie, ne? Nur anders. Ja, also das ist, wenn man verleumdet wird oder geschlagen wird, das ist auch eine Kreuzigung. Das ist, so, es gibt ja viele kleine und größere Kreuzigungen. Aber wenn man gekreuzigt wird, ist es, weil man soll etwas davon lernen. Man soll neue Fähigkeiten, neue Talenten auftrainieren. Und das war zum Beispiel für Jesus nicht notwendig. Das dauert vielleicht eine Weile, bevor den 6. Band von Liebesbuch auf Deutsch publiziert wird. Aber im Stück 21, das ist ja sehr einfach zu erinnern. 21. Und ein Stück bevor und ein Stück danach schreibt Martinus über die Weltlehrerin. Und die haben so eine Liebe für die jüngeren Brüder und Schwestern in der Entwicklung. Die wollen ja fast machen, was es sein soll, um die zu helfen. Die mögen auch gerne Schmerz und Leid auf sich nehmen, wenn sie die jüngeren Brüder helfen kann. Ein Beispiel, eine Mutter hat eine Tochter, sie ist sehr krank und die Mutter wollen gern mehr arbeiten oder sie wollen sich opfern, sie wollen sehr viel für das Kind tun, weil sie liebt das Kind. Aber so im größeren Rahmen, dann haben sie also so eine bedingungslose Liebe. Die haben schon all Liebe. Und deshalb mögen sie gerne hier auf der Erde helfen. Nicht für die eigene Entwicklung, nur von Liebe. Und wenn die so eine Mission abgeschlossen hat, dann brauchen sie nicht mehr hier zu kommen. Und Martinus hat ja auch gesagt, da kommt nicht mehr Weltlehrer hier auf der Erde. Es kommt kein mehr Welterlöser. Aber bevor Martinus
dann wurde alle Welterlösern gezüchtet als Person. Also Mohammed als Person ist wichtig, Buddha als Person ist wichtig, Jesus als Person ist wichtig. Also man hat, weil in dieser religiösen Epoche hat man, war der Fokus auf der Person. Aber Martinus hat immer gesagt, dass für ihn, der wollte seine Person im Hintergrund halten. Das, was sagt er? Was sind die Argumente? Das ist am wichtigsten für Martinus. Das ist die Argumente. Das ist die, ja, die Logik in seinem Werk. Und die Person muss er, deshalb kann man sagen, in einer Art und Weise war er nicht Welterlöser, weil er wurde als Person nicht gezüchtet. Aber er ist ein Welterlöser, weil er hat also die ewige Wahrheit hier auf der Erde inkarniert. Die ewige Wahrheit wurde auch mit Jesus inkarniert und Buddha und es war die Pyramiden in Ägypten und in Tibet und Lao Tse, Konfuzius und Krishna. Und die ewige Wahrheit ist mehrmals hier auf der Erde von Weltlehrern serviert worden oder von Welterlösern. Aber dann sagt Martinus, zum ersten Mal soll die ewige Wahrheit in einer geisteswissenschaftlichen Form serviert werden, weil wir leben auf einem technischen, wissenschaftlichen Planet. Und im Osten, in Ägypten, in Tibet und Indien, hat man ja Gurus und Schülern gehabt. Und da gibt es einen Einweihungsweg. Der Meister hat den Schüler gekannt und wusste, wie große oder wie kleine Fortschritte er machen könnte. Und der sollte also machen, wie der Meister gesagt hatte. Aber nun ist es nicht nur Millionen, es ist Milliarden von Menschen. Martinus meint, innerhalb 3000 Jahre wollen die Mehrheit der Menschen kosmisches Bewusstsein bekommen. Es gibt so eine Riesenmenge und es gibt nicht genug Gurus hier auf der Erde. Aber nun leben wir hier in technischen, wissenschaftlichen Umgebungen. Deshalb soll die ewige Wahrheit jetzt in eine logische, wissenschaftliche Art und Weise serviert werden. So, es hört sich vielleicht unbescheiden an, aber es ist ja ganz klar, bevor war es ja nicht so viel Wissenschaft, vor 300 Jahren. Nun ist es ja auch 500 Jahre Martin Luther in diesem Jahr. Das wird in die protestantischen Ländern gefeiert. Ja, da war ja ganz wenige Leute, die lesen könnten. Das war die Adel, die Königliche um in Klostern. Die anderen könnten ja überhaupt nicht lesen. Und in der Kirche, die haben nichts verstanden, weil das wurde auf Latein gepredigt und sowas. Er hat ja die Bibel ins Deutsche übersetzt. So, es hat sich ja riesenschnell entwickelt, die letzten 500 Jahre. Deshalb soll die Wahrheit ja in einer anderen Art und Weise. Und Martinus hat in einem Vortrag, die ist auf Band aufgenommen worden, und das wird relativ bald auf Dänisch publiziert, und dann sagt er, der hat mehrere Inkarnationen gehabt mit kosmisches Bewusstsein. Und zurück zu der Frage, dann ist es für Martinus persönlich nicht notwendig. Und er hat vielleicht auch nicht so viel Lust, also er hat sich eigentlich davon abgelöst. Aber er hat, nun habe ich ein bisschen über Genen und Chromosomen gesprochen, und er hat also ein Stück da, das Buch des Lebens 21, spricht er von die Krankheitsrisiken von Welterlösern. Weil, wenn sie hier inkarnieren soll, auf die Bedingungen hier auf der Erde, dann kriegen sie Genen von unfertigen Menschen. Aber das nehmen sie auch zu. Spielt keine Rolle. Wir nehmen Kreuzungen, unfertige Genen und Chromosomen und das alles. Martinus hat ja einen starken Gottesverhältnis. Er sagt, er erinnert sich an keinen Tag, wo er nicht gebetet hat. Er hat also, und er sagte, ich liebe Gott so innerlich. Ich liebe das Leben so innerlich. Er hat so einen starken Gottesverhältnis gehabt. Also ich habe versucht mich vorzustellen, wie war das Leben von Martinus. Und das war also, meiner Meinung nach, er war als ein Erwachsener in einem Kindergarten. Also man kann ja die Kinder lieben und man wollen gern die Kindern helfen und sowas. Aber so, ich glaube, dass Martinus auf irgendeine Art und Weise einsam war. Er hat ja nette, charmierende Leute um sich herum und er hat ja auch selbst seine Freunde gewählt oder sowas. Aber das war ja für Martinus meiner Meinung nach ein Kindergarten. Er war also so ein bisschen einsam. Aber
Er war nie deprimiert, er war nie böse, weil er hat so stark ein Gottesverhältnis. Ja, dann hat er nie die Gleichgewichte verloren. Aber Martinus hat dann gesagt, kommt nicht mehr Welterlösern. Dann hat er so ein Beispiel gedacht. Ja, man könnte ja, Jesus könnte ja noch einmal hier auf der Erde inkarnieren. Und dann hat er Wundern gemacht und geheilt und gepredigt und dann wurde er noch einmal gekreuzigt. Aber wie viel würde das helfen, dass er zum zweiten Mal gekreuzigt wurde? Nee, das würde ja nicht viel helfen. Deshalb braucht man ja das nicht. Also, die kommen nur, wenn es notwendig ist. Und es ist nicht notwendig, dass Jesus zum zweiten Mal gekreuzigt wird. Einmal reicht. Und dann ist es auch mit der Geisteswissenschaft. Das ist ja die große Prinzipien, das ist die große Gesetzmäßigkeiten. Aber das reicht, das ist einmal manifestiert worden. Konnte ein anderen kommen und das mit ein bisschen anderen Wörtern, aber dann würde es nur einen anderen Dialekt. Walter Christiansen hat in den 80er Jahren viele Vorträge hier im Albert Schweitzer Haus gehalten und er wohnt jetzt in der Schweiz und der hat einmal eine Rede zu Martinus Geburtstag gehalten, vielleicht, was soll ich sagen, 75 oder darum, und da hat er diesem Vortrag den Titel gegeben, die kosmische Dialekt. Und dann hat er gedacht, der Martinus ist ja hier in Dänemark geboren. Und da gibt es Sommer und Winter und das gibt ja lokale Umstände. Da war ein Weltkrieg gewesen und so und so und da war Wikinger. Er ist, und dann müsste er ja die ewige Wahrheit in die dänische Sprache inkarnieren, im dänischen Kulturraum und sowas. Und ich habe mich nach diesem Vortrag vorgestellt, wie wäre ein Weltkrieg, wenn es war ein Martinus auf einem anderen Planet, wie würde er die Symbolen zeichnen? Wie würde er diese Gesetzmäßigkeiten zeichnen? Ja, das müsste ja Licht, das Gute und Böse und die Einpoligkeit und Doppelpoligkeit und das müsste ja dasselbe sein. Aber das könnte ja Planeten sein, die sehen ja total anders aus als unser Planet. Es gibt andere Umstände. Deshalb könnte man sich ja vorstellen, dass diese Welterlöser wollte ein anderes kosmisches Dialekt sprechen. Hier in Deutschland gibt es viele Dialekten, aber im Grunde genommen sprechen sie ja alle Deutsch. Aber es kann ja Dialekten geben. Und das habe ich gefunden, das war eigentlich ein toller Gedanke, die Walter da gehabt hatte. Und ich möchte ja gerne, wenn ich tot bin oder irgendwann andere Planeten besuchen, wie wird das Polprinzip, das Hunger- und Sättigungsprinzip, das dreieinige Prinzip auf andere Planeten präsentiert? Aber ich glaube also im Grunde genommen, im Prinzip, ja, dann muss es dasselbe sein. Aber es kann ja Dialekten geben. Und deshalb hat Martinus natürlicherweise auch diese kosmische Dialekt gehabt, auf diese Erde, auf diese Planet und dann ist das in Dänemark geworden. Dann kriegt das ja ein kleiner Dialekt, aber das spielt keine Rolle für die Gesetzmäßigkeiten, Spiralkreislauf, das dreieinige Prinzip, das Polprinzip, das ist ja unerschütterlich dasselbe. Engel und Meister, man spricht immer so viel auch von Engel und Meister. Wie verhält sich das denn? Engel als Helfer, Schutzengel und so weiter, ne? In allen Büchern findet man. Ja, Engel und Meister und ja, also Martinus spricht ja von Gott, das ist ein ewiges, unendliches Lebewesen. Aber man kann trotz alledem ein total persönliches Verhältnis zu Gott bekommen. Und das hört sich ja merkwürdig an. Wie kann ich, kleiner Mensch, ein persönliches, freundliches Verhältnis zum ewigen, unendlichen Universum bekommen? Das hört sich ja ein bisschen merkwürdig an. Und ich denke an die Wikinger und die Griechen und Römer, die haben ja viele Götter gehabt. Und das ist ja einfacher, zu anderen Menschen zu sprechen. Und innerhalb der katholischen Kirche gibt es auch viele heilige Menschen. Und dann haben sie zum diesem, dann werden sie kanonisiert und das wird ein Heiland. Aber dann ist es ja so, es ist einfacher für, würde ich sagen, mehr primitive Menschen. Die können besser zu anderen Menschen sprechen, ein Heiland sprechen, zu verschiedenen Göttern sprechen. Und das ist noch nicht total verschwunden. Martinus rekommendiert, dass man sich auf Gott konzentriert, die Ganzheit, die Einheit. Martinus erklärt ganz gründlich, wenn wir beten, sagt Vater unser und betet, dann gibt es Schutzengel, die
die das Gebet auffangen. Das heißt, sie sind eigentlich Ohren für Gott. Aber man sollte sich nicht auf die Ohren konzentrieren. Aber natürlicherweise hat Gott Ohren, womit er hören kann. So generell dann rekommendiert Martinus, man sollte eigentlich nicht an Schutzgeistern und sowas. Er sagt auch in einem Vortrag, einige glauben, dass man kriegt einen besseren Kontakt zur geistigen Welt, wenn man den Namen von seinem Schutzgeist kennt. Und das meint Martinus, das hilft nichts. Man kriegt keine kosmische Erleuchtungsblitze in einen Wutausbruch. Wenn man wütend ist, ist man nicht in Kontakt mit der geistigen Welt. Wenn man, wie Jesus sagen kann, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun, man kann beten für anderen, in Vorbet gehen und sowas, dann ist man auf dieselbe Wellenlänge wie die geistige Welt. Und das gibt Kontakt mit der geistigen Welt. So Martinus meint also, die Höhepunkt ist kosmisches Bewusstsein. Und da wird man erleben, ich bin jetzt in Gottes Bewusstsein. Und man kann diese goldene Aura, diese Goldglorie, Martinus hat in dem Buch zur Geburt meiner Sendung von seiner eigenen persönlichen Einweihung geschrieben. Und er spricht von den weißen Feuertaufe. Das war ein Christusvision. Und dann von der goldenen Feuertaufe. Und da hat er gespürt, dass Haut verschwand, sein Körper verschwand, alle Energien verschwand. Letztendlich war er nur in der Goldglorie, Goldaura. Er hat gespürt, das ist Gottes Bewusstsein. Das war goldener Faden, die hat sich künstlerisch in der Stille vertont. Sie hatten sich künstlerisch hinter der Horizont der Wahrnehmungen verschwunden. Und dann sagte er, in diesen goldenen Aura spürt man, dass alle, dass das Bewusstsein von alle Lebewesen zusammenschmilzt und wird eine Einheit. Und das ist Gott. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Aber dann wird es mit Schutzgeistern und Engeln und Meistern, das wird sozusagen ein Umweg. Weil letztendlich soll man das Universelle erleben. Aber ich glaube, das ist, weil man ist daran gewöhnt, es gibt einen Heilander, Götter für dies und das. Und natürlich ist es ja interessant zu hören, ja, du hast ja einen Schutzgeist und so und so. Martinus spricht nicht so viel davon. Er schreibt fast nichts davon in Liebesbo, aber in einigen Vortragen und Fragestunden hat er davon gesprochen. Und er hat einen Ausdruck angewandt in einer Fragestunde in Schweden, der sagt, jeder hat einen ordinären Schutzengel. Und das habe ich so aufgefasst. Das ist ein sehr hochentwickelter Geist und so ein Geist könnte uns den ganzen Leben folgen. Aber verstorbene Erdmenschen können auch als Schutzgeister arbeiten. Wenn der Mutter von seinen Kindern stirbt oder zwei gute Freunde einen stirbt, dann kann der Verstorbene auch Schutzgeist für. Aber das ist nur am Anfang, weil man soll nicht während in der geistigen Welt während zwei Inkarnationen immer als Schutzgeist arbeiten. Aber es ist ja klar, am Anfang hat man einen sehr starken Kontakt zur physischen Welt. Und die Kinder sind ja klein und wird größer und sowas. Und man muss also auch selbst weiter in diesem Prozess auf der geistigen Ebene. Aber da war eine sehr lustige oder interessante Ding. Und das ist, wenn ein Kind ein Unglück erleben soll, ein Kind, zum Beispiel, das Kind soll über den Weg laufen und dann wird es beim Auto getötet. Das kann eine Mutter nicht machen. Also ein Schutzengel kann so einen Impuls im Kopf des Kindes reingehen. Spring nach dem Ball. Das kann verstorbene Menschen nicht tun. Also das heißt, verstorbene Menschen können nur helfen zum Guten, sozusagen. Aber man muss ein Christuswesen sein, um ein Kind so einen Impuls vor dem Auto zu laufen. Mit Kindschaft zu der kosmischen Prinzipien wissen wir, es gibt keine Ungerechtigkeiten, es gibt keine Zufälle. Das war notwendig für die Entwicklung des Kindes. Das war notwendig für die Entwicklung der Eltern und sowas. Das war notwendig, das war geplant. Und im sechsten Symbolbuch, das ist ein Vortrag, ist auf Tonband aufgenommen. Da sagt Martinus, sogar es gibt, also Christuswesen, Gotteswesen in der Vorsehung, sie planen kommende Weltkriege. Die
geplant, da soll eine Atombombe da fallen und da fallen. Und dann wird es also auch Flüchtlinge, es gibt viele Menschen, die werden umziehen. Das wird viele Jahre im Voraus vorbereitet, so dass die Menschen, die das erleben sollen, sind da. Und das ist ja auch interessant hier mit diesem Flüchtlingsstrom. Also das, da gibt es also einige, die sollen das nicht erleben und deshalb sollen sie weg und anderen ziehen vielleicht dahin. Und das ist ja so ein bisschen lustig, dass, also Matthäus hat ja das Böse verteidigt, die Finsternis verteidigt und gezeigt, es gibt einen Sinn mit dem sogenannten Bösen, mit dem Finsternis. Und das versteht die Christuswesen. Deshalb können sie auch Kriegen und Katastrophen und so etwas planen, weil für ihnen ist es verkleidete Liebe. Und in meiner Fragestunden habe ich oft gehört, da kommt die Leute und sagt, ich werde so deprimiert, wenn ich die Nachrichten angucke. Es ist immer Krieg und Katastrophen, dadurch werde ich so deprimiert. Und da habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, in die Martinus-Bahnen zu denken. Und dann sagt Martinus, dann könnte man ja sagen, das ist interessant zu sehen. So erschafft Gott vollkommene Menschen. Also dann müsste man also diese schlimmen Nachrichten sehen. Das ist Gottes Schöpfungsprozess. So wird vollkommene Menschen erschaffen. Es gibt immer noch Menschen, die sind Terroristen, die wollen Krieg, die wollen versammeln. Dann haben sie ja noch nicht das Christusbewusstsein. Dann brauchen sie selbst mehr Leid. Ja, dann ist es ja die göttliche Schöpfungsmethode. Und deshalb können diese Meistern und Schutzengel auch dazu helfen, dass man kriegt sein Karma, dass man, und das ist ja ein ganz anderer. Ich habe es noch nicht studiert, aber ich kenne ein bisschen diese New Age-Bewegung von der USA und sowas. Das ist eine Spiritualität oder Geistigkeit, die sind sehr von Gefühlen geprägt. Und da gibt es viel mit Schutzgeistern und Namen und Chakras und Energien. Und dann wird es so mehr ja, persönlich oder gefühlsmäßig. Martinus hat nicht so viele Auskünfte von der geistigen Welt gegeben, weil er wollte eine Geisteswissenschaft schaffen. Und am Anfang, dann gibt es humane Materialisten und unglückliche Materialisten. Die sollen die Geisteswissenschaft studieren. Aber wenn Martinus könnte viel über geistige Meistern und Schutzengel beschreiben, wie kann man das logisch beweisen? Wie kann man dafür argumentieren? Du kannst daran glauben, wenn du willst, und du kannst das sein lassen. Deshalb hat, ich meine, zum Beispiel in der Theosophie, da gibt es so viel Kanalisierungen, die haben so viel von der geistigen Welt sozusagen runtergeladen. So viele verschiedene Dinge runtergeladen. Wenn man dann diese Einzelheiten wissen wollen, dann sollte man lieber zur Theosophie gehen. Also man kann sagen, Martinus könnte die geistige Welt beschreiben. Aber wenn es nur eine Beschreibung ist, dann ist es ja nicht Logik, dann ist es nicht Wissenschaft. Es kann wahr sein, aber das ist mehr die alte Weltimpuls. Man kann etwas beschreiben, so sagt es, so ist es. Der sagt, er hat nicht mehr von der geistigen Welt beschrieben, als was wir verstehen können und was logisch ist von unseren Erfahrungen rausgesehen. So dass er hatte viel mehr, aber das würde für uns fast unwahrscheinlich sein und das würde wie eine Beschreibung sein. Und dann ist es eigentlich nicht Geisteswissenschaft und es ist auch nicht so notwendig für seine Mission. Aber also, nun habe ich habe hier von diesen Nahtoderlebnissen gehört. Es ist diesen amerikanischen Neurochirurge, eben Alexander. Ja, klar. Der hat ja, und da kann man sagen, ich habe ja das fantastisch, was er sagt. Er hat ein Erlebnis gehabt und er hat sein Erlebnis beschrieben, aber er hat kein Weltbild. Das ist fantastisch zu lesen, so inspiriert, aber es gibt kein Weltbild. Es gibt keine Logik und Erklärung. Das ist der Unterschied sozusagen. Aber dadurch können wir total inspiriert werden. Ich habe auch einige Videos mit Eckhart Tolle gesehen. Der hat viele Leute inspiriert und hat sich darüber gefreut.
Aber ich würde sagen, er hat kein Weltbild. Kein Weltbild. Ich habe auch schon ein bisschen von Krishnamurti gelesen. Er hat kluge Wörter gesagt und die Menschen sind sehr davon, aber er hat kein Weltbild. Das brauchten sie auch nicht zu haben. Aber das war die Mission von Martinus, ein ewiges Weltbild zu erschaffen, ein Weltbild, eine Welterklärung. Und dann kann man nicht nur die Dinge beschreiben, es sieht so aus, dann muss es logisch sein. Ja, du sprichst ja von einem ewigen Weltbild und von der Logik. Bekommen die in den anderen Spiralkreisläufen auch diesen Unterricht, die Planeten und jetzt meine Zellen? Gibt es da auch Welterlöser, die jetzt dazu beitragen, ja, dass meine Zellen sich ja auch weiterentwickeln, ja, so wie Martinus hier auf diese Erde kam? Müsste es dann auch für die Zellen auch Welterlöser geben und ja, für die Planeten auch ja wieder? Ja. Martinus behandelt fast faktisch das Problem schon im ersten Band des Buch des Lebens. Und das ist Zusammenhang mit den Christlichen. Ab und zu mal meinen sie, dass Jesus ist Gott. So ist es eigentlich in der christlichen Theologie, die katholische und protestantische. Das ist, Jesus ist Gott. Das ist, Gott wurde Mensch. Aber der Mensch ist Gott. Und deshalb gibt es Menschen, die zu Jesus beten und glauben, er ist Gott. Und wenn sie hören, ja, wir wollen alle Christus wissen, das ist ja sehr schlimm, das ist ja Hybris oder das ist ja Gottes Hybris. Ja, das. Dadurch hat Martinus dann beschrieben, es gibt Welterlösern für jeden Spiralkreislauf. Und da soll man versagen. Jesus war zusammen mit Gottes Bewusstsein geschmelzt. Er hatte Zugang zu Gottes Bewusstsein. Aber er war ja nicht alles, was existiert. Es war ein Teil vom göttlichen Existenz. Und deshalb, am Ende soll man ja die Ganzheit erleben, wie ich erklärt habe, mit diesem goldenen Feuertaufe. Dann soll man das alles. Aber ein interessantes Ding, Martinus, ich glaube fast, das war, wenn Martinus 89 Jahre alt wurde, und das ist auch im Deutschen Kosmos erschienen, glaube ich. Das geht um... Das sagt er, dass unser Planet kriegt Unterricht von einem anderen Planet. Und dieser Planet ist weiter in der Entwicklung gekommen. Dieser Planet hat eine physische Menschheit mit kosmisches Bewusstsein. Das ist interessant. Nach 3000 Jahren werden die Mehrheit der Menschen hier auf der Erde kosmisches Bewusstsein haben. Dann kann man da sagen, nach 3000 Jahren wird diese Erde eine physische Menschheit haben mit kosmisches Bewusstsein. Martinus hat ein kosmisches Bewusstsein, der konnte uns Unterricht geben. Und dann sagt Martinus, zurzeit gibt es ein Planet mit einer physischen und normal spricht er nicht so von astronomischen Einzelheiten, aber er sagt, das ist ein Sonnensystem, ein Planetsystem im Zentrum unserer Milchstraße. Und er hat beobachten können, wie da kommt Strahlen von kosmischer Energie und kosmischem Licht. Und in erster Hand werden sie die skandinavischen Länder treffen. Und da ist es auch da, wo Martinus' Geisteswissenschaft so angefangen ist. Und dann sagt Martinus, ich könnte überhaupt nicht meine Arbeit oder Mission ausführen, wenn es nicht so wäre, dass es war einem... Das Makrowesen hat kosmisches Unterricht bekommen. Also das neue Weltimpuls, das ist ja eine globale Impuls, die über die Erde gehen. Und Martinus sagt, ich könnte meine Arbeit überhaupt nicht schaffen, wenn es nicht von makrokosmischen Kräften unterstützt worden wäre. So, auch so ist es. Ja. Das heißt ja auch, also es gibt Welterlöser für jede Spiral. Das heißt ja auch, dass wir als Makrowesen auch wieder unsere Zellstruktur auch helfen müssen, wenn sie jetzt kosmischen Unterricht bekommen. Ja, ja. Ja. Und das, ich denke, wir geben unseren Zellen dadurch Unterricht, dass wir uns bemühen, unsere Gedankenklima positiv zu gestalten. Und die Ernährung, glaube ich, spielt da auch eine Rolle. Ne? Ja, ja, genau. Aber genau. Wenn wir positiv denken, bewusst uns bewusst ernähren, und Ernährung, ja, ja. Ist das so. Und mir fiel gerade was an. Ich habe mich ja in meinem Leben sehr für alles auch interessiert. Ich habe Rückführung gemacht, ich habe Geistheiler besucht, ich habe Hellseher besucht, ich habe mich für alles, für Kies auch interessiert, wie du das gemacht hast.
Und ich kann jetzt auch nur sagen, was du vorhin eben andeutest auf deine Frage, nämlich, dass ich jetzt das alles richtig, alles viel besser einordnen kann. Ja. Das passt alles in die Kosmologie, ja, dass es gibt. Ja, ja. Und dadurch habe ich jetzt ein Selbstverständnis, dass ich, ja, dass ich lese jetzt bewusst ab und zu Spiegel und Zeit und solche Zeitschriften und da geht es um Tod und Leben. Und dann denke ich immer, wie kann man das nur so Angst vor dem Tod haben? Wie kann man das nur noch so sehen, so normal sehen? Ohne und auf diesem Hintergrund des Materialismus, alles entsteht nur durch die Materie. Also eigentlich wundere ich mich immer, wie unlogisch das Denken unserer Journalisten ist, wenn ich weiß im Hintergrund, meinetwegen die geistige Welt, dass das Zustandsveränderungen sind, dass wir dann durch unser Denken, meinetwegen den anderen sofort bei uns haben und an den Denken, wenn wir in der Weisheitswelt sind. Ja. Martinus bringt das. Ich habe jetzt die 300er Seiten mal gelesen, da bringt er das wunderbar mit, 350 so, wie die geistige Welt aussieht, wie da das Leben ist. Und er sagt, wir können das eigentlich gar nicht so genau verstehen, weil ebenso wenig verstehen wie ein Fisch, der verstehen könnte, wie wir reden miteinander. Ja. Also es fällt ihm schwer, deutlich zu machen, die Welt, in die höheren Welten, wenn wir da mal sind, werden wir das erleben. Ja, vielleicht kann ich nur damit abschließen, um das zu unterstützen. Martinus schreibt über die Entwicklung der Erde Anfang vom dritten Band des Buch des Lebens. Und dann gibt es diesen schlimmen Zahl in der Bibel 666. Das ist die Nummer von der Tier. Das ist nur eine Eselbrücke für mich, weil im nächsten Stück 667 schreibt Martinus von der Erde. Und er sagt, nun wird die Erde gesünder leben. Nun will die Erde Rücksicht nehmen auf die Mikroindividuen. Und so wird alles sämtliche andere Lebewesen auch machen. Und danach geht den Weg direkt zur Einweihung. Und das habe ich auch so toll gefunden. Du hast von den gesunden Lebensweisen, was wir essen, und also man ist Welterlöser. Und dann ist es also, wenn wir uns dafür entschließen, gesunder zu leben, gesunder zu essen und gesunder zu denken, dann geht der Weg für uns direkt zur Einweihung. Und dann wird es also auch ein entsprechender Paradies in unserem Mikrokosmos. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank.